Fritzi Haberland. Und das ist Harald Martenstein. Ja, wissen Sie, wir machen das nach Ablaufplan. Hier steht, Auftritt, haben wir gemacht. Sie stellen sich selbst vor. Na, haben wir nicht gemacht. Begrüßen das Publikum. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend. Gratulieren der Zeit zum 70. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch, oder? Du packst das, Zeit. 100 soll sie werden. Führen kurz in Inhalt und Ablauf des Abends ein. Wir lesen Kolumnen. Ja. Fritzi, hast du dir denn schon eine Kolumne überlegt, mit der du anfangen möchtest? Ja, ich habe in meinen Archiven geblättert und habe eine gefunden. Also ja, ich fange einfach mal an, würde ich sagen, ne? Es ist seine Kolumne, ne? Nicht, dass jetzt irgendeiner denkt, ich hätte das geschrieben. Da distanziere ich mich aber sofort. Das sagen immer alle. Schauspieler machen ja nur, was ihnen gesagt wird. So, also. Jungs. Ich traf einen Kollegen, der einen Sohn hat. Sein Sohn ist im gleichen Alter wie mein Sohn. Der andere Sohn hat ebenfalls kürzlich Abitur gemacht. Der Kollege sagte, sein Sohn schlafe meist bis zum frühen Nachmittag. Danach dusche er und setze sich an den Computer. Dort spiele er und chatte. Manchmal gehe er aus, aber meistens sei er zu Hause. Er steht auf, er spielt, er isst, dann legt er sich wieder schlafen. Zukunftspläne sind vorhanden, werden aber mit extremer Gelassenheit und in aufreizend langsamem Tempo verfolgt. Sein Zimmer befinde sich in einem sehr, sehr traurigen Zustand. Ungeziefer gibt es dort nicht. Dem Ungeziefer ist das Zimmer nicht behaglich genug. Die Mitarbeit des Sohnes im elterlichen Haushalt aber sei ein Thema, das zu schmerzhaft ist, um überhaupt darüber reden zu können. Das hätte ich an seiner Stelle alles Wort für Wort ebenfalls berichtet. Die Mädchen aus der Abi-Klasse, sagte der Kollege, studieren inzwischen alle. Die sind alle auf der Autobahn Richtung Top-Juristin, Chefärztin oder Konzernvorstand. Die Jungs dagegen, ach, es ist furchtbar. Es ist traurig. Sie hängen rum. Eine Lost Generation. Ich sagte, dass mein Sohn sich eine neue Badehose kaufen möchte. Das Projekt, sich eine Badehose zu kaufen, verfolgt er seit nunmehr 8 Wochen. Er hat keine Zeit. Nein, er hat keine Energie. Es ist, als ob jemand den Stecker herausgezogen hätte aus dieser Generation von Jungs. Das wird sich alles auswachsen, sagte ich. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Eines Tages wird er sich eine Badehose kaufen. Er wird morgens um 9 vor mir stehen, frisch geduscht. Und er wird sagen, dass er jetzt zu Karstadt geht und sich die Badehose kauft. Jeden Morgen warte ich darauf. Dann gehe ich ins Büro, er schläft noch. Und wenn ich vom Büro heimkomme, ist er gerade aufgestanden. Die Cornflakes-Schüssel steht herum und er macht sich fertig fürs Joggen. Eine Jogginghose hat er ja. Der Kollege sagte, es ist überall das Gleiche. Das tröstet dann doch irgendwie. Wir haben durchgecheckt, woran es liegen könnte. Ich glaube nicht, dass es an der Erfindung des Computers liegt. Die Mädchen besitzen ebenfalls Computer. Ich glaube auch nicht, dass der Feminismus schuld ist. Gewiss, diese Generation von Jungs wird sich schwer damit tun, Spitzenpositionen zu erobern. Solche Jobs werden in den nächsten Jahrtausenden hauptsächlich mit Frauen besetzt sein. Aber das kümmert unsere Jungs nicht. Nein, es ist ihnen sogar recht. Unsere Jungs sind begeisterte Feministen. Wenn jemand unseren Jungs die Position eines Bundeskanzlers oder Bankchefs anbieten würde, dann würden unsere Jungs langsam aufstehen, ihre Chipstüte nehmen und in ihr Zimmer schlurfen, um dort in Ruhe Musik zu hören. Waren unsere Erziehungsmethoden zu lasch?
Waren wir schlechte Vorbilder? Ist die Schule schuld? Zu viel Gruppenarbeit? Es liegt an der Abschaffung der Wehrpflicht, sagte der Kollege. Das hat mir sofort eingeleuchtet. Ich habe ja nach dem Abi Zivildienst gemacht, aber das bedeutete ebenfalls 1,5 Jahre frühes Aufstehen, heftige Maloche, Erwachsenenleben. Danach warst du eingenordet. Danach wusstest du Bescheid. Mein Gott, wie ich rede. Trotzdem, einer Bürgerinitiative Väter von Jungs für die Wiedereinführung der Wehrpflicht würde ich vielleicht beitreten. Mein Job als Zeitkolumnist hat ja tatsächlich mit meinem Sohn begonnen. Im Grunde verdanke ich dem das, weil ich vorher, bevor ich das angefangen habe, das war 2002, jahrelang über meine Vaterexistenz und über diese Kinderaufzuchtsgeschichte Kolumnen für den Tagesspiegel geschrieben hatte. Und dann kam eines Tages der Moritz Müller-Wirth und fragte, ob ich sowas Ähnliches für die Zeit machen könnte. Ja. Und das sollte, wenn ich mich richtig erinnere, eine Verbraucherkolumne sein. Also ich sollte jede Woche über ein Verbraucherproblem für die Zeit was schreiben. Und im Grunde habe ich das ja auch immer gemacht. Jetzt sowas politisch, also ein politischer Text, der auch wahnsinnig aktuell ist, weil ja demnächst Wahlen in Baden-Württemberg sind und anderswo, so Schicksals, sind ja immer Schicksalswahlen. In der Zeitung stand, dass Sie bei der Integration von toten Muslimen Fortschritte machen. Winfried Kretschmann, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, habe erklärt, solange sich Menschen nicht dort begraben lassen, wo sie gelebt haben, sind sie nicht voll integriert. Die muslimische Tradition sieht vor, dass Verstorbene in einem Tuch bestattet werden, nicht in einem Sarg. Dem stand bisher die deutsche Sargpflicht entgegen. Viele deutsche Muslime ziehen es deshalb vor, ihre Angehörigen im Ausland zu bestatten, dort, wo man es mit der Sargpflicht nicht so genau nimmt. Wenn der Deutsche Sprachrat mal wieder nach dem deutschesten deutschen Wort sucht, dann heißt mein Kandidat Sargpflicht. Ich bin nicht aus dem Land, wo die Zitronen blühen. Ich bin aus dem Land, wo die Sargpflicht herrscht. In Baden-Württemberg sollte also die Sargpflicht gelockert werden. Da dachte ich, Halleluja. In Deutschland wird endlich mal eine Vorschrift abgeschafft. Dank seiner Muslime. Dann habe ich das Kleingedruckte gelesen. Der Transport der Verstorbenen zum Grab muss aus hygienischen Gründen weiterhin im Sarg erfolgen. Erst an der Grube darf die muslimische Trauergemeinde ihren Toten aus dem Sarg herausholen und in ein Tuch eingewickelt zur ewigen Ruhe betten. Die Muslime müssen also auch in Zukunft einen Sarg kaufen. Ich glaube nämlich nicht, dass die Bestatter Leihsärge anbieten. Die Sargbenutzungspflicht wurde also genau genommen durch eine Sargkaufpflicht ersetzt. In der Zeitung stand, dass die Begeisterung der Muslime über die baden-württembergische Sargpflichtreform sich sehr in Grenzen hält. Das neue Gesetz soll auch nur für Muslime gelten. Für Christen, Agnostiker,
Und alles Übrige gilt weiterhin strengste Sargbenutzungspflicht in Tateinheit mit Sargkaufpflicht. Nun ist es aber so, dass Muslime keinen schriftlichen Religionsnachweis beibringen können. Das Bekenntnis zum Islam erfolgt mündlich. Der Sargpflichtumgehung durch Islamvorspiegelung sind folglich Tür und Tor geöffnet. Baden-württembergische Christen mit gesundheitlichen Problemen, die nicht in den Sarg hinein wollen, können sich einen Vollbart wachsen lassen. Die Entscheidung darüber, wer ein echter baden-württembergischer Muslim im Sinne des reformierten Sargpflichtgesetzes ist, trifft der Standesbeamte. Bisher mussten außerdem in Baden-Württemberg zwischen dem Tod und der Bestattung mindestens 48 Stunden verstreichen. Damit sollten Scheintote geschützt werden. Den Scheintotenschutz wollen sie abschaffen. Die Scheintoten sind die großen Verlierer bei der Grabrechtsreform. In den Gesetzesberatungen ging es auch um Urnen. Viele Menschen möchten die Asche ihres Angehörigen zu Hause aufbewahren. In zahlreichen Ländern ist dies möglich. Im Landtag gab es gegen eine Lockerung Bedenken. Es hieß, die Pietät sei gefährdet. Zitat: Was, wenn die Urne am Ende in einem Kellerloch steht? Mein Staat ist so fürsorglich, dass er sogar meine Urne mit einem Gesetz vor Spinnweben schützt. Was aber, wenn ein bösartiger Hinterbliebener, der beim Erben zu kurz gekommen ist, auf mein Grab uriniert? Nun, als Christ bin ich da unten durch meinen Sarg hygienisch vor dem Gröbsten geschützt. Ich bin aus dem Land, wo die Sargpflicht herrscht. Danke. Wollen wir beim Thema Tod bleiben? Was ist denn das für ein Übergang? Ach ja, doch, stimmt, ja. Ja, oh Gott, ja. Es ist ja so, wir sind Nachbarn, kann man sagen. Ja? Also wir wohnen beide, ja, also zumindest zeitweise, in der Uckermark. Und das ist die am dünnsten besiedelte Gegend Deutschlands. Und wenn man da weniger als 50 Kilometer voneinander entfernt wohnt, betrachtet man sich als Nachbar. Und deswegen sollte auch was Ländliches hier vorgetragen werden. Ja, hatte ich mir gewünscht. Und dann gab es diesen Text, der mich sehr, sehr aufgewühlt hat, weil ich sozusagen betroffen bin. Letztes Jahr war, der Text heißt Schnecken, kann ich schon mal sagen. Und wenn man denkt, also das ist ja nicht weiter schlimm, dann jeder Gartenbesitzer wird doch jetzt mir zustimmen, es gibt nichts Schlimmeres. Und deswegen hoffe ich, kann ich meine Gefühle im Zaum halten, wenn ich diesen Text vorlese. Schnecken. Im vergangenen Sommer hatte ich im Garten eine Schneckenplage. Die Schnecken versteckten sich die meiste Zeit unter einem Steinhaufen. Sie waren kein Gegner, der sich offen zum Kampf stellt. Sie waren ein Gegner, der frühmorgens, wenn man noch schläft, aus finsteren, feuchten Ritzen herauskriecht und über ein geheimnisvolles Gespür für die Lebensgewohnheiten des jeweiligen Gartenbesitzers verfügt. Sie ziehen sich zurück, sobald man aufsteht. Sie hören irgendwie das Rascheln der Bettdecke oder das Blubbern der Kaffeemaschine. Egal, ob ich um 7 aufstehe oder um 9, ich sehe immer nur noch die letzten von ihnen, die selbstzufrieden und fett wieder in ihr Versteck zurückkriechen,
rote, schleimige Viecher, die kaputt machen, was man sich über Jahre mühsam aufgebaut hat. Ich habe aus der Küche Zahnstocher geholt und die Schnecken, die ich erwischen konnte, auf den Zahnstochern aufgespießt. Ein Zahnstocher bietet Platz für 3 bis 4 Schnecken. Wenn der Zahnstocher voll war, habe ich ihn mitsamt den sich windenden Schnecken in eine gusseiserne Schale geworfen, die ich eigentlich zum Feuermachen gekauft hatte. Als die Zahnstocher alle waren, habe ich den Grillspieß genommen. Auf den Grillspieß passen bis zu 8 Schnecken. Ich lief nach dem Aufstehen durch den Garten, morgen für morgen, jawohl, im Schlafanzug, jawohl, noch vor dem Kaffee, denn sie hören das Blubbern der Maschine, und spießte erst einmal Schnecken auf. Sagen Sie ruhig, was Sie denken. Ich weiß es doch sowieso. Ich bin nicht grausam, ich bin Öko. Soll ich die Schnecken vergiften? Gift, das finden Sie wirklich besser? Ich bin die Natur. Die Natur ist grausam. Wie fühlt sich denn die Gazelle, wenn ein Löwe sie anspringt? Verurteilen Sie den Löwen auch, moralisch gesehen? Der Löwe will leben. Ich will ebenfalls leben. Es sind meine Zucchini, meine Cocktailtomaten und meine Kürbisse, über die wir hier reden. Ich verschone die Weinbergschnecken. Ich mag Weinbergschnecken. Es gibt auch nur wenige von ihnen in meinem Garten. Ich habe einen Marker gekauft und habe die Häuser der Weinbergschnecken nummeriert. Schnecke 1, Schnecke 2, Schnecke 3. Damit ich ihr Revierverhalten studieren kann. Ja, das ist eine andere Facette meines Wesens, Wissensdurst. Und Gerechtigkeit. Wer seine Sexualität im Griff hat und sich nur maßvoll vermehrt, hat von mir nichts zu befürchten. In diesem Sommer gibt es nur wenige Schnecken. Es gibt aber viele Stechinsekten. Ich habe bei Rossmann ein Gerät gekauft für 3,99 Euro, das wie ein Tennisschläger aussieht. Die Bespannung des Schlägers ist allerdings elektrisch. Sie steht unter Strom, wenn ich auf einen Knopf drücke, der sich am Griff des Tennisschlägers befindet. Sobald ein Insekt die Bespannung berührt, stirbt es durch Stromschlag. Man hört ein leichtes Brutzeln, ähnlich wie beim Grillen. Ich laufe durch meinen Garten, morgens, jawohl, im Schlafanzug, und schlage wild in die Luft hinein. Ich grille Stechmücken. Hunderte, wie im Rausch. Niemals Schmetterlinge, damit das klar ist. Dann erst Kaffee. Ich dachte, dass der Garten einen anderen Menschen aus mir macht. Genau so ist es gekommen. Ich lebe naturnah. Die oder wir. Das ist kein Streichelzoo da draußen. Wer nicht töten will, soll besser in der Stadt bleiben. Das ist seltsamerweise von allen Kolumnen, die ich je für die Zeit geschrieben habe, die, auf die ich die meisten Reaktionen gekriegt habe. Also manchmal denkt man, man hat was total Brisantes, Aufwühlendes geschrieben und stellt dann fest, dass nur man selber der Auffassung war, dass das irgendwie brisant ist. Und da dachte ich, das ist vielleicht so ein bisschen, naja, so Allerweltszeug, aber es war unglaublich, wie es da abging. Ja? Also bitte, wenn wir uns nachher sprechen, teilen Sie mir nichts mit, wie man Schnecken auf eine humane Weise und so. Ich weiß alles inzwischen. Also, ich könnte aus dem Stand heraus das Buch 1000 Arten, eine Schnecke zu töten, publizieren. Aber das ist eben lustig, weil das genau das Thema ist, wenn man das anspricht, da hat jeder auch eine Meinung zu oder einen Tipp, ne, bei den Schnecken. Ist mir letztes Jahr eben auch aufgefallen. Wenn eine Gesprächspause war, habe ich nur gesagt, Schnecken. Und dann ging es gleich los.
Ich habe von einem freundlichen Zeitleser dann tatsächlich auch ein Produkt, einen Elektrozaun zugeschickt bekommen. Diesen Zaun macht man also um dieses Gartenbeet herum. Der sieht auch gar nicht so hässlich aus. Und dann braucht man nur noch eine Steckdose. Also das wäre jetzt bei mir im Garten schwierig. Und dann steht er unter Strom. Und die Schnecke, wenn sie dann diesen Zaun berührt, kriegt einen ganz leichten Schlag. Also dem Tier passiert nichts. Ja? Und es kriecht dann zum Nachbarn. Was, wie gesagt, in der Uckermark ein sehr weiter Weg ist. Also dann kamen meine Schnecken von dir sozusagen, da weiß ich jetzt Bescheid. Als diese Sache mit dem verschwundenen malaysischen Flugzeug aktuell war, erhielt ich eine E-Mail. Sie kam von einem Nachrichtenmagazin im Fernsehen, welches RTL Explosiv heißt. Die Mail lautete so: Wir planen einen Sonderbeitrag zum verschollenen Flug MH370. Wir haben bereits einen Piloten sowie eine Psychologin gefunden, die uns unterschiedliche Sichtweisen ermöglichen. Diese Expertenrunde würden wir gerne mit Ihnen als Terrorismusexperten abrunden. Es geht hierbei nicht darum zu sagen, ja oder nein, das war ein Terroranschlag, sondern lediglich diese mögliche Variante zu beleuchten und von einem Experten einzuordnen. Die Gage würden wir telefonisch besprechen. Liebe Grüße aus Köln. Ich habe mich gefragt, wie RTL auf die Idee kommen konnte, dass ich ein Terrorexperte bin, der etwas abrunden, beleuchten oder gar einordnen kann. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich mal eine Kolumne über Terrorexperten geschrieben habe. Mit der Fragestellung, wie wird man sowas? Wo kann man in Terrorismus seinen Bachelor machen? Wenn man das Wort Terrorexperte googelt, taucht deshalb wahrscheinlich mein Name auf. Mir ist wieder mal klar geworden, wie schnell man in unserem Gesellschaftssystem in den falschen Verdacht gerät, von irgendwas Ahnung zu haben. Ich habe mir RTL Explosiv im Internet angeschaut. Sie hatten einen Bericht über eine 103-Jährige, die ihre 68-jährige Tochter pflegt. Rollentausch in der Pflege. Ein unterschätztes Problem im alternden Deutschland. Weil die Menschen immer älter werden, müssen Hochbetagte, die noch relativ fit sind, ihre inzwischen ebenfalls alten, aber nicht ganz so fitten Kinder pflegen. Ein anderer Bericht befasste sich mit dem Jobcenter in Zwickau. Da bieten sie Benimmkurse für Hartz-IV-Empfänger an, wo Hartz-IV-Empfänger Wörter wie bitte und danke lernen. Wenn der Arbeitslose den Job kriegt, soll er sagen, danke, das freut mich. Er soll nicht sagen, fickt euch doch alle ins Knie. Eine Bewerbungsexpertin beleuchtet dies mit den Worten: Auf Höflichkeit legen die Arbeitgeber heutzutage viel Wert. Das hätte ich an Ihrer Stelle auch gesagt. Bewerbungsexpertin ist ein leichter Job. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die Höflichkeitskurse als menschenunwürdig verurteilen. Es ist eine interessante Sendung.
In dem Beitrag über das verschwundene Flugzeug wurde die Frage gestellt: Kann das in Deutschland auch passieren? Immer, wenn irgendwo etwas Schlimmes passiert, taucht meiner Erfahrung nach die Frage auf, ob diese schlimme Sache auch in Deutschland passieren könnte. Meist ist dies möglich. Bis auf zum Beispiel einen Ausbruch des Vesuv. Der Vesuv könnte in Deutschland nicht ausbrechen. Der Pilot, den Sie als Experten engagiert hatten, stellte in seinem Flugzeug die Funksignale ab. Ergebnis: Das Flugzeug sendete keine Funksignale mehr. Es kann also auch in Deutschland passieren. Vielleicht, weil ich mich nicht gemeldet hatte, äußerte sich statt eines Terrorismusexperten ein Luftfahrtexperte. Er vertritt unter anderem die Ansicht: Wenn man keine genauen Informationen hat, wird eine Suche schnell schwierig. Ich habe mich geärgert. Ich hätte genau das Gleiche gesagt. Für Expertenmeinungen bekommt man bis zu 1000 Euro Honorar. Dies wäre mein Tipp für alle Hartz-IV-Empfänger in Zwickau. Werdet Hartz-IV-Experten. Aber man muss immer schön höflich bleiben dabei. Auf Höflichkeit legen die Zuschauer heutzutage viel Wert. Danke. Der folgende Text ist ziemlich neu, frisch. Und ich habe den ausgesucht, weil er so ein bisschen auf der Metaebene spielt. Also so ums, worauf kommt es bei der Kolumne an, was ist so. Das ist der eine, und außerdem taucht die Zeit taucht in dem Text auf. Ich dachte, das passt irgendwie zum Anlass. Auch die New York Times hat ein Magazin, ähnlich wie die Zeit. Da veranstalten sie jede Woche eine Umfrage unter ihren Lesern. Die Umfrage vom 23. Oktober hat für Aufsehen gesorgt. Das Magazin fragte, ob man, falls man eine Zeitmaschine besäße, damit ins Jahr 1889 reisen könnte und, falls sich dort die Gelegenheit ergäbe, das Baby Adolf Hitler töten würde. Auf Englisch: Could you kill a baby Hitler? 42% antworteten yes. 30% sagten no. 28% sind not sure. Ich wäre bei den 28%. Man könnte Baby Hitler doch auch entführen. Mit dem brüllenden und sich heftig wehrenden Baby Hitler in die Gegenwart reisen und ihn in eine inklusive Waldorfschule stecken. Mir sind sofort weitere Umfragethemen für die New York Times eingefallen. Wenn Hitlers Schäferhund Blondie den Krieg überlebt hätte und Sie zufällig Hunde mögen würden, würden Sie Blondie ein neues Zuhause geben? Da sage ich yes.
Ein Hund kann doch nichts für sein Herrchen. Oder wenn Hitler der beste Liebhaber des Universums wäre und Ihnen den spektakulärsten Orgasmus Ihres Lebens verschaffen könnte, würden Sie dann mit Hitler Sex haben? Ich glaube, da wäre ich eher bei No. Aber ich respektiere alle, die sich anders entscheiden. Es ist ja eine intime Frage und ich bin für Diversity. Ich habe auch was für eine Umfrage unter Neonazis. Falls sich herausstellen sollte, dass Hitler Jude war, würden Sie dann aufhören, Antisemit zu sein? Würde ich gern mal machen. Ich habe, inspiriert von der New York Times, mal wieder auf eine meiner Lieblingsseiten im Internet geklickt. Sie heißt Cats That Look Like Hitler und zeigt Fotos von Katzen, die Adolf Hitler ähnlich sehen. Man nennt diese Tiere auch Kittlers. Die Betreiber schreiben: Wachen Sie jede Nacht schweißnass auf und fragen sich, ob Ihre Katze gleich Polen überfällt? Hält sie ihre rechte Pfote hoch und macht dabei ein Geräusch, das wie Sieg Miau klingt? Dann ist dies ihre Seite. Es gibt, vor allem unter jüdischen Usern, eine lebhafte Diskussion darüber, ob diese Art von schwarzem Humor zulässig ist. Gavin meint, als Jude mit einem zugegeben kranken Sinn für Humor kann ich zugeben, dass ich eure Seite mehr liebe als gefilten Fisch. Ich zeigte die Seite meiner Mutter, die an der Uni Holocaust Studies unterrichtet. Sie mochte sie so sehr, dass sie versuchte, die Seite in ihren Unterricht zu integrieren. Am überzeugendsten fand ich das Pro-Argument des Diskutanten Rockel. Wenn Hitler eine von diesen süßen Katzen gesehen hätte, die ihm ähnlich sehen, dann hätte er doch garantiert einen Wutanfall bekommen und das arme Tier umbringen lassen. Jetzt muss ich für alle arischen Leser kurz was über Humor sagen. Humor hat fast immer mit Tabuverletzung zu tun. Deshalb ist politisch korrektes Kabarett so langweilig. Außerdem besteht ein bewährtes Humorrezept darin, Dinge zusammenzubringen, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben. Zum Beispiel Hitler und Katzenbabys. Schäferhunde, die wie Hitler aussehen, wären langweilig. Warum schreibe ich das überhaupt? Meine Agentin hat mir gesagt, dass es 4 Themen gibt, mit denen man als Autor besonders große Chancen auf einen Hit hat. Sie heißen Sex, Kinder, Tiere und Nazis. Ich wollte einmal eine Kolumne schreiben, in der alle 4 Themen vorkommen. Hast du jetzt gar nichts mehr? Ja, Mensch, ja, wir haben ja vorher gesagt, wir lesen jetzt die Kolumne nicht immer eins abwechselnd vor, weil das den Eindruck der Monotonie erweckt. Und deswegen, das ist ein ganz raffinierter Kunstgriff. Ja? Und deswegen habe ich jetzt 2 nacheinander vorgelesen. Und jetzt warten Sie mal ab. Ja, das ist jetzt der Cliffhanger. Wird auch Fritzi 2 hintereinander vorlesen oder machen wir es wieder anders? Ja, ja. Ich meine, wir können doch mit offenen Karten spielen, oder? Ja, es bleibt ja trotzdem spannend und aufregend, der Abend. Weil du das gerade so lustig gesagt hast, heißt nämlich auch meine nächste Kolumne
die von dir stammt, Altherrenhumor. So, und damit ist die Kolumne schon vorbei. Es war die kürzeste Kolumne, die du je geschrieben hast. Also sie gehört auch wirklich zu deinen Lustigsten. Nee, aber jetzt fängt sie erst an. Also. Liebe Carina, Sie sind eine junge Frau und haben über meine Kolumne einen Leserbrief an die Redaktion geschrieben. Sie sagen, ich würde, Zitat, wöchentlich Altherrenwitze loslassen. Der einzige Autor der Welt, der auf der Altherrenstrecke noch schlimmer sei als ich, sei Wolfram Siebeck. Nun, er ist ja auch älter. Ich habe Sie natürlich sofort gegoogelt und festgestellt, dass Sie vor nicht allzu langer Zeit etwas mit Gender studiert haben. Seit ich vorgeschlagen habe, die Genderforschung abzuschaffen und das gesparte Geld für die Verschönerung der Grünanlagen in deutschen Mittelstädten zu verwenden, bin ich natürlich für alle Genderforscherinnen das Feindbild Nummer eins. Das ist mir klar und dafür habe ich auch Verständnis. Ich bin der Ansicht, dass Sie, meine liebe Carina, durchaus etwas Richtiges erkannt haben. Wenn man sich die Geschichte des Humors anschaut, stößt man tatsächlich auf eine fast unübersehbare Heerschar von Herren, die meist erst im fortgeschritteneren Alter richtig gut wurden. Charlie Chaplin, Walter Matthau, Louis de Funès, Wilhelm Busch, Heinz Erhardt, Loriot, vielleicht kennen Sie einige davon. Ja, ganz recht, Carina. Witz scheint tatsächlich ein Altherrenphänomen zu sein. Witzige Frauen, Anke Engelke, Maren Kräumann, gibt es ebenfalls. Sie kommen etwa so häufig vor wie weibliche Vorsitzende von Angelsportvereinen. Als Biologist tendiere ich zu der These, dass der verfallende männliche Körper bei sinkendem Testosteronspiegel einen humoraffinen Ersatzstoff produziert. So lustig, ne? Ja. Oh Gott, wenn ich jetzt so lachen muss, dann kann ich nicht mehr lesen. Altherrenhumor ähnelt der Angstblüte absterbender Bäume. Flöße nicht so viel Geld in all den Gender-Hokuspokus, könnte man dies erforschen. Nach der Gender-Theorie müsste natürlich vor allem die Erziehung ursächlich sein für die Dominanz des Altherrenwitzes und den Mangel an Jungdamenwitz in unserer Gesellschaft. Wenn ein kleiner Junge etwas Lustiges sagt, wird er offenbar von den Eltern gelobt. Erlaubt aber ein kleines Mädchen sich nur den geringsten Scherz, dann wenden die Eltern sich missbilligend ab. War das bei Ihnen so, Carina? Oh Gott, vermutlich sind Sie für staatliche Damenwitzförderungsprogramme, für die Schaffung von Stellen für Frauenbeauftragte und für eine strenge Quotenregelung. So wird es kommen, ich weiß das. Bald wird jede zweite Komödie, jede zweite Kolumne und jeder zweite Witz von einer Frau verfasst werden müssen. Unsere Zeit geht zu Ende. Ich klage nicht, ich hatte es schön. Was mir lediglich auffällt, ist, dass wir älteren Herren inzwischen die einzige Gruppe sind, auf der jeder herumhacken darf, ohne dass ihm oder ihr Diskriminierung vorgeworfen wird. Altherrenliteratur, Altherrenhumor, Altherrensex, Altherrenmode. Wenn ich ein Buch mit dem Titel Deutschland schafft sich ab, schriebe, mit der These, dass es in Deutschland zu viele alte Herren gibt und dass man deswegen den Zuzug von alten Herren nach Deutschland unterbinden muss, dann würde jeder zustimmen, auch Angela Merkel.
aber gibt es denn wirklich überhaupt nichts Liebenswertes an uns? zum Beispiel... Fertig. Geht ja weiter, ich kann mich gar nicht erholen. Oh Gott. Also, oh. Ja, ich mache keinen Übergang, weil mir fällt kein Lustiger ein. Es ist so lustig, was ich lese, das muss jetzt reichen. Machos. Es gibt diese neue Männerdebatte. Der Mann von heute sei sehr oft ein Jammerlappen. Unsicher, melancholisch, er verheddere sich in Selbstreflexionen. Derartiges Verhalten sei unsexy. Die modernen Frauen wollen Männer, die hin und wieder, und zwar genau dann, wenn die modernen Frauen es wollen, auch mal ein bisschen macho sind. Ich finde das unlogisch. Ein Typ, der auf Wunsch einer Frau den Macho gibt, verhält sich, weil er dem Befehl der Frau folgt, doch völlig anti-macho und softy. Ein echter Macho zieht sein Ding durch und lässt sich nicht reinreden. Wenn ein echter Macho Lust dazu hat, mal selbstreflexiv zu sein, dann tut er das auch. Wenn es sein muss, reflektiert er die ganze Nacht. Wir lassen uns das Jammern nicht verbieten. Du willst Männer ohne Selbstreflexion, Baby? Du willst schweigsame, unmelancholische Kerle? Schau dich mal bei den 16-Jährigen um. Die sind so. Den 30. Geburtstag habe ich überhaupt nicht ernst genommen. Am 40. Geburtstag heißt es neuerdings, 40 ist das neue 30. Aber das stimmt nicht. In Wahrheit ist 40 das, was vor 50 kommt. Wenn ich im Aufzug fahre, schaue ich gewohnheitsmäßig auf das Baujahr des Aufzuges. Es scheint da eine Vorschrift zu geben vom Gesundheitsministerium, um ältere Menschen zum Treppensteigen zu motivieren. Um Alte zu erschrecken, müssen sie ein Metallschild mit dem Baujahr in den Aufzug hängen. Aufzüge sind fast immer jünger als ich. Sie sind verbeult, verdreckt und verrostet. Jünger als ich sind sie trotzdem. Wenn ein Fußballstürmer ein paar Wochen nicht trifft, heißt es, der hat eine Formkrise. Wenn der Fußballstürmer, der ein paar Wochen nicht trifft, aber schon etwas älter ist, dann heißt es, der kann es nicht mehr. Zu alt, vorbei. So geht es auch mir. Bei jeder Formkrise glaube ich, das war's jetzt. Wenn ich etwas vergesse, denke ich jedes Mal, dass ich langsam dement werde. Wenn mir etwas wehtut, denke ich sofort, Krebs. Wo ist die fröhliche Unbefangenheit vergangener Tage? Wenn mir alles überall wehtat, dachte ich früher, oh, gestern war mal wieder ein toller Abend. Neulich aß ich mit einer Kollegin. Sie fragte, wo möchten Sie beruflich in 10 Jahren eigentlich stehen? Eine typische Psychofrage aus Bewerbungsgesprächen. Was soll das? Ich bin froh, wenn ich in 10 Jahren überhaupt noch stehen kann. Egal wo. Mein nächstes Bewerbungsgespräch werde ich voraussichtlich mit einer Heimleiterin führen. Und das ist erst der Anfang. Der lange Ritt in den Sonnenuntergang hat gerade erst begonnen. Mein Gott. Ich jammere ununterbrochen. Und warum? Einfach nur, weil ich gerade Lust dazu hatte, Baby. Wie muss ich drauf gewesen sein, als ich das geschrieben habe? Hast du immer noch kurz geglaubt, es wäre meine Kolumne? Und dann. Ja, es ist von Woche zu Woche, es ist sehr stimmungsabhängig. Das ist eine. Also, um diesem Altersproblem irgendwie, also was entgegenzusetzen,
versuche ich in letzter Zeit häufig, neue Trends im Internet ausfindig zu machen, um so meine Existenzberechtigung als Zeitmitarbeiter. Also das ist doch auch, das Internet gibt es doch noch gar nicht so lange. Und deswegen beschäftige ich mich jetzt auch damit. Wir waren bei Freunden zu Besuch, einem Paar. Der Mann hatte seit längerer Zeit unter Schlafstörungen gelitten. Das ist endlich vorbei, sagte er. Ich ziehe mir abends im Internet diese Hirnpornos rein. Nach 10 Minuten schlafe ich wie ein Baby. Diese Filme sind der neue Megatrend. Sie laufen auf YouTube unter der Bezeichnung ASMR. Die Abkürzung steht für Autonomous Sensory Meridian Response. Zu sehen sind in der Regel Frauen, die flüstern. Hin und wieder auch Männer. Meistens reden sie Englisch. Sie sind angezogen, das sollte ich vielleicht erwähnen. Man sieht vor allem den Kopf, manchmal nur den Mund. Und die Frauen flüstern belangloses Zeug. Oft tun sie dabei etwas. Zum Beispiel falten sie Handtücher zusammen. Oder sie streicheln über eine Bürste. Oder sie rascheln mit Papier. Der Freund zeigte eines seiner Lieblingsvideos. Eine rothaarige, nicht mehr ganz junge Frau ist zu sehen. Dazu der üppig behaarte Hinterkopf ihrer Nichte. Die ältere Frau kämmt das Haar der Jüngeren, die völlig bewegungslos bleibt, mit einer Bürste. Schön langsam. Dabei flüstert sie lächelnd: Das ist sehr schönes Haar. Es ist auch eine schöne Bürste. Ich streiche über das Haar. Ich streichle langsam das Haar. Die Bürste gleitet. Das Haar bewegt sich. Das Haar gleitet auseinander. Ganz sanft. Ganz langsam. Auf und ab. Das Haar. Die Bürste. Die Bürste und das Haar. Und so weiter. Ich habe es aus der Erinnerung aufgeschrieben. Vielleicht ist der Originaltext ein bisschen anders, aber ich kann mir den Film kein zweites Mal anschauen. Es ist einfach zu stark. Es ist besser als Sex. Man muss einen Kopfhörer tragen, dann knallt es so richtig. Inzwischen gibt es mehr als 2 Millionen von diesen Filmen. Und die Stars, zum Beispiel Heather Feather, werden millionenfach angeklickt. Sie können davon leben, dass sie flüsternd Sachen machen. Komischerweise funktioniert es auf Deutsch nicht so gut. Die deutschen ASMR-Pionierinnen wirken oft ein bisschen hölzern. Wir Deutschen sind einfach keine guten Dienstleister. Es gibt 1000 Varianten. Für jede Spezialneigung ist etwas dabei. Die Künstlerin Jelly Bean hat sich auf feuchte Geräusche spezialisiert. Ein zartes Schmatzen zum Beispiel. Sie isst auch geräuschvoll ein Eis. Manche erzählen flüsternd, was sie als Kind alles gern gemacht haben. Flüstern Gedichte oder die Gebrauchsanweisung ihres Telefons. Andere atmen nur, reinigen sich sanft mit Zahnseide die Zähne. Oder wühlen mit ihren perfekt manikürten Händen sanft in einem Berg Waschpulver.
Mein Ding wäre das nicht. Der Frau des Freundes schien seine Neigung peinlich zu sein. Interessanterweise bestreiten in der ASMR-Gemeinde viele, dass diese Flüstersache überhaupt eine erotische Komponente besitzt. Das halte ich allerdings für eine Schutzbehauptung. Danke. Ja, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, ne? Aber wir lesen noch ein bisschen, ne? Ja, ja, ein bisschen lesen wir noch. Wir hatten ja, oder? Ja, doch, das doch, ja. Also ich könnte noch. Dann mache ich auch. Oder? Ja, hast du dir noch was überlegt? Du, mir fällt gerade noch ein Text ein. Also, mein Sohn ist in der Pubertät. Wenn ihm etwas gefiel, sagte er bis vor kurzem, das ist geil. Das Wort geil bedeutete im Mittelalter gut. Später bedeutete es lüstern. Jetzt heißt geil wieder gut. Ich habe meinen Sohn gefragt, was ist das Gegenteil von geil? Wie nennt ihr in eurer jungen, taubedeckten Welt, in welcher gerade die Morgensonne der Selbstfindung aufgeht, eine Person, ein Tier oder eine Sache, die nicht großartig ist? Mein Sohn sagte, das Gegenteil von geil heißt schwul. Ein schwuler Film ist ein Film, der nicht geil war. Schwule Schulsportschuhe, eine schwule Mathearbeit, der Pitbull, ein schwuler Hund. Die Klassenfahrt nach Bad Orb war schwul. Die Klassenfahrt nach Beverly Hills war geil. Oder es heißt, dieses Mädchen finde ich schwul, jenes Mädchen finde ich geil. In meiner Jugend ist schwul ein Schimpfwort gewesen. In meinen Mannesjahren wechselte schwul die Bedeutung. Schwule Regierungschefs priesen auf schwulen Stadtfesten in schwulstmöglicher Weise das Schwulsein. In der neuerlichen Umprägung des Wortes kommt meiner Ansicht nach nicht ein Wiederaufleben des Ressentiments gegen Homosexuelle zum Ausdruck, sondern die ewige Lust der Jugend an der Provokation. Hätten geile Regierungschefs auf dem geilen Stadtfest in geilen Worten das Geilsein gepriesen, dann wäre in der Jugendsprache manches anders gekommen. An dem Tag aber, an dem der Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz auf dem Parteitagspodium mit schwerem Atem und ungeordnetem Haar ins Mikrofon stöhnt, Genossinnen und Genossen, ich bin geil und das ist gut so, werden in der Jugendsprache die Karten neu gemischt. Kürzlich kehrte mein Sohn aus der Schule zurück und teilte mir mit, weitere Umwertungen hätten stattgefunden. Du, man sagt nicht mehr geil. Nur 30-Jährige sagen geil. Jetzt sagt man zu etwas Gutem meistens Porno. Das Schulfest war voll Porno. Der Pfarrer im Jugendgottesdienst hat Porno gepredigt. Mein Sohn sagt, das Gegenteil von Porno bezeichnet die Jugend neuerdings als Psycho. Ein Mädchen, das gestern noch schwul war, ist heute schon Psycho. In der Kombination dieser beiden Begriffe ergeben sich reizende sprachliche Effekte. Zum Beispiel, Psycho von Hitchcock ist ein Pornofilm. Nach einigem Nachdenken wurde mir klar, dass die Gutwörter und die Schlechtwörter der Jugend meist dem Bereich des Sexuellen entnommen werden. Dabei wird stets das gesellschaftlich Akzeptierte negativ besetzt, das gesellschaftlich Verpönte aber wird ins Positive gewendet. Dies ist die Entdeckung eines sozialpsychologischen Gesetzes. Dies ist das Holz, aus dem Promotionen geschnitzt werden. In 10 Jahren werden die 14-Jährigen sagen, die Klassenfahrt nach Bad Orb war sensibel und nachhaltig.
Die Klassenfahrt nach Beverly Hills aber war pädophil. Das war ein ganz alter Text. Damit hat der Kreis sich ja auch fantastisch geschlossen. Also, ein Text über meinen Sohn stand ja am Anfang und das war, da war ja 12 oder so. Das muss also aus dem ersten Jahr oder so gewesen sein, der Kolumne, als ich das geschrieben habe. Und so ganz zum Schluss lese ich auch noch so was, so ein ganz altes Stück vor, vielleicht auch deshalb, weil da wieder das Wort Zeit drin vorkommt. Und mir das auch zum Anlass zu passen scheint. Die Redakteure haben gesagt, ich darf mir etwas wünschen. Da habe ich mir spontan eine Honorarerhöhung gewünscht. Meine letzte Erhöhung hat noch Gerd Bucerius unterzeichnet. Nachdem er vom Tanztee bei Adenauers in die Redaktion zurückgekommen war. Aber nein, sagten die Redakteure, denken Sie halt mal nicht immer nur an sich. Wir machen eine Themenausgabe zum Zustand der Welt. Es sollen Wünsche für eine bessere Welt sein. Da sagte ich, ob die Welt ein bisschen besser oder schlechter ist, kann der Zeit und ihren Lesern doch schnurzpiep egal sein. Die Redakteure antworteten, was bist du nur für ein Tier, ein rohes, gefühlloses Tier, du? Das wollte ich nicht auf sich beruhen lassen. Deshalb habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich lange über die Welt und ihren Zustand nachgedacht. Am Ende des Nachdenkens habe ich gesagt, damit die Welt besser wird, wünsche ich mir, dass der Axel Springer Verlag die Welt für 1 Euro an mich verkauft. Ich werde als neuer Verleger auf der Seite 1 der Welt eine tägliche Kolumne verfassen, die wird so richtig schnackeln. Ob ich dann freilich noch dazu komme, für die Zeit zur Feder zu greifen, bleibt dahingestellt, aber ihr wollt es ja nicht anders. Da riefen die Redakteure, er denkt wirklich immer nur an sich, diese Bestie, dieses Vieh. Wir meinen doch nicht die Zeitung, die Welt. Wir meinen die Welt als solche, den Globus. Schnall es doch endlich, Mann, und lass dir ausnahmsweise mal was Menschenfreundliches einfallen. Einen Wunsch, es gibt auf der Welt so viel Schlechtes. Ich sagte, dann wünsche ich mir, dass ich nächstes Jahr zur Weihnachtsfeier eingeladen werde. Ihr habt mich wieder nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen. Denkt ihr etwa, ich merke das nicht? Rieche ich vielleicht? Ist es wegen meiner Abstammung? Sind es die langen Haare? Ist es, weil ich keinen Redakteursvertrag besitze, wie ihr? Wenn ihr wirklich eine gerechtere Welt haben möchtet, dann fangt am besten mit dem Buchstaben M auf der Gästeliste der Weihnachtsfeier an. Die Redakteure riefen, wenn du es unbedingt wissen willst, wir laden dich nicht ein, weil du so ein verfluchter Egozentriker bist. Und jetzt der philanthropische Wunsch. Dalli, Dalli, wenn du es partout nicht kannst, du Monstrum, du Halbwesen aus dem Hades des Journalismus, dann schreib halt was Ironisches. Ich sagte, ironisch? Nein. Ich wünsche von ganzem Herzen allen Menschen auf der Erde,
Von den Lucky Luca-Indianern in den endlosen Eiswüsten Feuerlands bis zu den Bantus in den staubigen Steppen des schwarzen Kontinents. Vom ärmsten indischen Software-Designer bis zur reichsten Aushilfskellnerin in München. Dass keiner von ihnen, egal was er oder sie verbrochen hat, egal welche sexuelle oder politische Ausrichtung sie haben, keiner, sag ich, soll jemals so selten zur Weihnachtsfeier eingeladen werden, wie ich von euch. Da schwiegen die Redakteure. Ich hatte sie, was den Zustand der Welt betrifft, immerhin ein bisschen nachdenklich gemacht. Vielen Dank. Wir haben 4 Minuten rausgehandelt, noch eine Kolumne geht noch. Ah, das. Ich meine, ich hatte ja eine überlegt noch, ja. Und zwar, also wirklich was. Eine Kolumne, die noch nicht erschienen ist. Ja, und es gibt demnächst eine Sonderausgabe, ich glaube, des Zeitmagazins oder der Zeit, ich weiß es gar nicht, zu Hamburg. Ja, zu Hamburg. Und die erscheint demnächst und ich sollte was über Hamburg schreiben. Ich habe keine Ahnung von Hamburg. Und das passiert einem als Kolumnisten schon hin und wieder, dass man über was schreiben muss. Also, ja. Ich bin öfter mal in Hamburg. Aber ich bin wirklich kein Hamburg-Experte. Dann hieß es aus der Redaktion, ich solle was über Hamburg schreiben. Es dürften allerdings keine Klischees in dem Text vorkommen. Auf Hamburg-Klischees würden die Bewohner Hamburgs ablehnend reagieren. Da hatte ich wieder etwas über den Unterschied zwischen Hamburg und Berlin gelernt, wo ich wohne. Wenn man Berliner mit Berlin-Klischees konfrontiert, etwa in Berlin klappt nichts, Berlin ist völlig unfähig zu allem, dann reagieren die Bewohner nicht ablehnend. Stattdessen hört man den Satz, oh, sie kennen sich wirklich gut aus. Meiner Ansicht nach kann eine Stadt sich glücklich schätzen, wenn über sie Klischees im Umlauf sind. Nur wenige Städte schaffen es in die Klischee-Liga. Wuppertal-Klischees und Osnabrück-Klischees sind mir zum Beispiel unbekannt. Die Wuppertaler wären stolz, wenn es überall, wo sie auftauchen, sofort heißen würde, ja klar, Wuppertalerinnen tragen lange karierte Röcke und tupierte Haare. In Wuppertal begrüßt man sich mit Schwuppdiwupp. Wuppertal ist das Pforzheim des Nordens. Oder man stelle sich das glückliche Gesicht eines Osnabrückers vor, der in Kenia eine Safari macht. Und der Wildhüter weiß sofort, ihr Osnabrücker heißt auch Opiaten. Ein reicher Osnabrücker ist ein Quasselsack. Osnabrück, die Rutschbahn zur Welt. Es ist vollkommen gleichgültig, ob es stimmt. Hauptsache, Wuppertal und Osnabrück bleiben im Gespräch. Ich fragte, welche Hamburg-Klischees die Hamburger besonders stark ablehnen würden. Angeblich ist dies unter anderem die Behauptung, sie, die Hamburger, würden Hamburg für die schönste Stadt der Welt halten. Wer einem Hamburger diese Haltung unterstellt, hat schon verspielt.
denn damit wird dem Hamburger indirekt vorgeworfen, er sei ein Angeber. Wenn man selber als Auswärtiger sagt, man halte Hamburg für die schönste Stadt der Welt, dann sei dies okay. Aber wer sagt so etwas? Hielte ich Hamburg tatsächlich für die schönste Stadt der Welt, dann wäre ein Hamburger sicher der Letzte, dem ich dies auf die Nase binden würde. Das provoziert nur Größenwahn. Der Satz, Wuppertal ist die schönste Stadt der Welt, käme mir dagegen leicht von den Lippen. Dieser Satz wäre kein Klischee. Dass die Wuppertaler hochmütig werden, ist außerdem nicht zu befürchten. Da müssten noch ganz andere Sachen passieren. Zwei weitere Klischee-Formulierungen, die in Hamburg nicht gern gehört werden, lauten Hamburg, Venedig des Nordens und Reeperbahn, sündigste Meile der Welt. Die Anspielung auf Venedig bezieht sich auf die Tatsache, dass es in Hamburg viel Wasser gibt und viele Brücken, etliche italienische Restaurants, arrogante Kellner, hohe Preise sowie hin und wieder eine Überschwemmung. Der Vergleich bietet sich an. Um aber nicht in die Klischeefalle zu tappen, würde ich raten, Hamburg als das Bangladesch des Nordens zu bezeichnen. Wasser, Brücken, Überschwemmungen, alles passt. In Bangladesch regnet es zudem ähnlich oft wie in Hamburg. Das ist in Venedig nicht der Fall. Noch präziser wird es, wenn man sagt, Hamburg ist das Bangladesch des Nordens, nur teurer. Die sündigste Meile der Welt aber ist nicht die Reeperbahn. Die sündigste Meile der Welt entsteht bei Olympischen Spielen, wenn die gedopten Sportler die 400-Meter-Laufbahn des Olympiastadions viermal gerannt sind. Vielen Dank.